Hintergrund irgendwann mal hysterisches Kreischen und Stampfgeräusche sind. Ich werde nicht von Elefanten überfallen, sondern hier wird nur das Ziel gespielt. So, okay. Ich stelle jetzt genau hier hin, die laufen nicht weiter. Anton, bitte speichern. Richtig. Ach ja, ja, Quick Save. Information euch jetzt empfangen und das ist ja, wir gucken beim Laden. Das ist ja so gut, weil ihr sagt, stört euch irgendwas, was steht unten im Chat, treibt euch irgendetwas um. Ey, ich wusste echt vergessen, ob das jetzt an dem Patch liegt oder. Ups. Ist er das? Ne, das ist ein Wächter. Ne, das ist ein Wächter. Übrigens, wir sollten den Typen in die Nähe vom Wächter locken, damit der. Ja, ja, okay, wir haben ja klar, Bleib einmal. Aber warte, wir sollten dem Unterrat irgendeine Form von Waffe geben. Besser als eine Faust. Der hat einen Dolch, das passt. So. Hast du den. Ne, der hat keinen Dolch. Der Monteron hat keinen. Nein? Achso, ja, scheiß drauf. Ne, der Monteron hat. Gib mal den Monteron einen Dolch. Es ist zu spät, ich bin im Dialog. Okay. Oh, Freunde, euch habe ich hier noch nie gesehen. Was führt euch in den freundlichen Armen? Ich bin hier, um ein paar Freunde zu treffen. Oh, dann seid ihr diejenigen, die ich treffen soll. Ich bringe euch zu euren Freunden, muss mich aber erst vergewissern, dass ihr auch die richtigen seid. Heißt ihr Tonus Maronus? Oh ja, das ist es. Das ist geile Grammatik. Sehr gut, dann seid ihr wirklich die, die ich suche. Einen Moment noch, ja? Stech ihn ab, stech ihn ab! Okay, lock ihn weg, lock ihn weg, lock ihn weg. Hier ist gerade der Wachmann, Ah, ausgezeichnet. Hat's geklappt? Ich glaub schon, also der Wachmann läuft gerade auf ihn zu. Okay, dann machen wir Pause zu Ende, dann greifen wir den jetzt an. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ja, okay, okay, los geht's. Weil los geht es ja übrigens ein Pen-and-Paper-Rollenspiel für die, die das gerade sehen. Und deswegen kann man auch eine Pausefunktion einstellen. Los geht's. Und du wird aus der Ferne angreifen, kannst du dich ein bisschen zurückziehen? Nee. Das meine ich jetzt ganz ehrlich, ich kann dich nicht zurückziehen, weil der irgendwie unter Furcht steht. Da kann ich gar nichts mit dem machen. Ey, ich will nicht angreifen, ich kann nicht. Mowen. Okay, Xar ist tot, das macht nichts. Aus ist mit dem verrückten Zauberer. Da bleibt mir der Ärger erspart. Oh, oh. Au. Ich halte. Ah, der Tod, okay, der ist tot. Ich hab jetzt mal Pause gemacht. So, haben wir überhaupt Erfahrungspunkte für den Typen bekommen? Ja, 120, okay. Wenn's unbedingt sein muss. Oh, okay, wollte ich so kurz aus? Ist auf irgendwelchen Zaubersprüchen, sehr cool. Ja, Gruppe formatieren und erstmal einen Xar rauswerfen, würde ich sagen, ne? Ja, warte, ich kann kurz. Kann ich hier nicht, das musst du machen. Huch. Ja, ja, ich weiß, ich will auch. Ich wollte aber kurz zum Xar hier was aufsammeln, nämlich den Dolch und die Stabsteuer. Okay. So, Gruppe formatieren war das. Wo war das denn nochmal? So, ich bin wieder geheilt. Wo war das nochmal mit Gruppe formatieren? Auf diesem Kopf und dann unten in diesen vier Feldern in der Mitte in etwa. Hoppla. Kopf. Den da. Und dann. Ach, ah, ja, okay. Ja. Gruppe neu formieren und löschen. Okay, Wiedersehen, Xar. War schön, dich gekannt zu haben. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir den überhaupt mitgenommen haben, wenn wir doch den sowieso ja, umbringen. Der nervt nämlich nach einer Zeit einfach nur übel. Vor allem, weil der bei der. Und vor allen Dingen, warte mal kurz, gehst du gerade rein? Hier gehen wir Charaktereigenschaften von Monteron neutral böse und beim Xar war es ähnlich. Das heißt, die sind auch gar nicht. Für unsere Gruppen gesehen. Das heißt, je beliebter wir werden bei den Leuten, weil wir die Quests erfüllen, desto mehr hassen uns Monteron und. Ja, so sieht's aus. Das konnten die damals 1997 schon. Stellt euch das mal vor. Dass die so feinfühlig werden, dass sie noch mehr vergrößern. Das ist schon cool. Bevor sie weiterziehen können. Genauso wie, wenn du zum Beispiel irgendeinen rechtschaffen guten Charakter in einer Gruppe hast, mobbt der auch immer die anderen Wenn's Leute. Unbedingt sein also, muss. Die Leute, die irgendwie böse sind, die zoffen sich dann immer gegenseitig. Das ist voll cool. Servus, ich bin ganz so, sind wir hier im freundlichen. Du, das ist jambig, so eine feine Seele zu treffen. Schon wieder vor. Joppi, diese versperrte Straße heutzutage sind wirklich diese letzte. Mein Onkel ist in Ballos Tor und ich kann ihn nicht besuchen. Wie kommt es, dass die Straßen gesperrt sind? Was tut euer Onkel, hätte ich gefragt. Wo wart ihr denn in den Monaten? Den Straßen wimmelt es von Räubern, die hinter jedem noch so kleinen Stück Eisen her sind. Sicher seid ihr einigen von ihnen auf eurer Reise hierher entkommen. Das heißt, sofern ihr nicht über die Straße von Westen hergekommen seid. Warum ist die Straße nach Westen immer noch offen? Wenn es eine Bücherknappheit geben sollte, ist die Straße nach Kelsenburg die gefährlichste von allen. Das kann ich euch versichern. Aber die haben es auf Metall abgesehen. Deshalb machen sie sich hauptsächlich die größeren Handelsstraßen zwischen Ballos Tor und Am unsicher. Das Wirtshaus hier liegt genau mittendrin. Das heißt, wir sind jetzt gerade im Zentrum der Welt, wo eigentlich ja, was abgeht. Aber es ist eigentlich eine voll wichtige, unwichtige Stadt.
So, da sind ja, glaube ich, die Leute. Bleib ganz ruhig, Liebes. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Kali kommt mit irgendeinem bekannt vor, Kind. Ihr erinnert mich an einen Weisen, mit dem ich bekannt bin. Er heißt Gorion. Ohne ihn kränken zu wollen, ich sehe das auch so. Yahira, passt auf, was du sagst. Das muss das Kind sein, von dem Gorion so oft geschrieben hat. Wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Okay, Yahira, wir sind... Yahira, wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich befürchte das Schlimmste, denn er würde seinem einzigen Kind niemals gestatten, ohne Begleitung umherzustreifen. Khalid, sollte er tatsächlich dahingeschieden sein, so fühlen wir mit euch. Yahira, Gorion hat oft betont, wie wichtig ihm eure Sicht ist. Sogar wichtiger als seine eigene. Für den Fall, dass ihm etwas zugestieße, hätte er sich gewünscht, dass Khalid nicht an seiner Seite für euch sorgen sollten. Allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden im eigenen ermessen. Khalid, wir können euch begleiten, bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt. Euer Platz im Leben. Ach, scheiße. Auf diese Weise könnten wir Gorion einen letzten Dienst erweisen, obgleich wir zunächst nach Nashkel gehen sollten. Kal und ich, wir kümmern uns um die örtlichen Angelegenheiten und die Gerüchten zufolge geschehen in der Mine dort merkwürdige Dinge. Sicherlich habt ihr von den Eisenknappheit gehört. Es wäre gut, wenn wir uns helfen würdet. Es betrifft uns alle auch. Freue ich. Wir sollten uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen. Baron Guestkill, Philipps Bruder. Oh, Gesellschaft wäre mir sehr willkommen. Ersteres, ne? Sehr gut. Wir machen uns auf den Weg, sobald ihr bereit seid. Beeilt euch! So, dann müssen wir kurz mal die Gruppe neu justieren. Und zwar tauschen die beiden und die beiden und die beiden und... Yahira, ey. Fuck mich jetzt nicht ab. Wieso kann ich denn jetzt... Ah, okay. So ist okay. So, dann gucken wir mal in die Inventare rein. Die Yahira hat einen Wams. Gib mal der Yahira die Rüstung von Montoron. Ja. Warte. Okay, kann man machen. Obwohl ich den Montoron eigentlich noch ein bisschen behalten würde gerne. Ich finde ihn gar nicht schlecht. So, der Khalid hat ein Langschwert. Den kann ich mal ganz kurz ausrüsten. Willst du einen von denen eigentlich haben? Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Warte, ich gebe dir mal... Huch, was hast du denn gemacht? Ich wollte was kaufen. Alter, die ganze... Alter, hast du mich erschreckt auch. Bentley Spielschatten. Die ganze Gegend ist völlig vom Eisen abhängig. Und wenn es knapp wird, müssen wir alle schwer leiden. Nun, was kann ich für euch tun? Was habt ihr zu verkaufen? So, und der hat das erste Mal die richtig geilen Gegenstände, die aber auch richtig, richtig teuer sind. Ja, ich glaube schon, ne? Der hat Plattenpanzer. Hat der? Oh ja, und da, Plattenpanzer. Langschild plus 1 und alles. Oh ja, hier. Also, plus 1 Waffen sind übrigens Gegenstände aus Eisen, die nicht kaputt gehen können. Und die haben auch bestimmte Upgrades immer zu ihren normalen Waffen. So, was brauchen wir? Du bist gerade du bist jetzt auch gerade beim Handel, ne? Ja, ich kann dir nur zugucken, aber ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein Kurzschwert für Montoron. Ja. Ich würde sogar von allen Waffen 2 kaufen, immer falls eine kaputt geht, so habe ich das damals auch gemacht. Falls diese Kurzschwerte nicht so teuer sind. Die sind 15 Gen, das können wir uns leisten, oder? Ja. Hast du schon alles verkauft, was wir hatten? Einige Sachen. Wie wir die Inventare auch durch verkaufen können. 1000, Alter. Ich würde gerne den Ring identifizieren, aber das geht hier nicht, ne? Nee, aber das können wir machen, ist ja nicht so weit. Ringe kann man übrigens nur für alle für euch Zuschauer, wir haben euch schon fast wieder vergessen, kann man nur bei bestimmten Leuten identifizieren, und zwar bei Priestern, soweit ich weiß, und bei bestimmten Händlern. Also bei jedem magischen Typen kann man das machen. So, ich kann für andere Gruppen wieder irgendwie keine Ausrüstung kaufen, ich kaufe mir jetzt erstmal einen Schienenpanzer. Ja, hier kaufen wir einen Schienenpanzer. Okay, kaufst du mir auch einen? Ich bin aus dem Event, ich bin rausgeflogen gerade. Ich bin nicht im Handel drin. Hast du beendet? Alles klar, okay. So, lass mal gucken. Ah, hier hast du ein Kurzschwert für Montoron. Das kriegt der jetzt auch mal ganz schnell und fix. Dann würde ich übrigens sagen, kaufen wir uns für uns auch noch Zweitwaffen oder ist das erstmal nebensächlich? Ich weiß nicht, brauchen wir Zweitwaffen? Ja, wir haben hier noch einen Streitkolben. Also, ich nehme mal den Streitkolben als Zweitwaffe, weil ich habe einen Skill bei spitze Waffen. Okay, okay. Was haben wir hier für Schriftrollen? Die habe ich alle verkauft. Nee, wir haben noch... Du hast zwei Schriftrollen. Ja, die haben wir aber schon gelesen, glaube ich. Was Grind, ist denn das andere, da? Unser Steckbrief, glaube ich, oder? Oh ja, stimmt. Ja. Kopfgeld ausgesetzt. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert. Das auf Tonus Maronus, das...
Pflegekind von Ryan ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Diese Person wurde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird nicht weniger als 200 Goldmünzen belohnt. Wie immer gilt, wer diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal des Zahils teilen. Also scheinbar handelt es sich hierbei nicht um eine offizielle Verhandlung nach uns, sondern um eine inoffizielle Verhandlung. Weil sonst würde man es ja wohl auch den Offiziellen sozusagen zuteilen. So, wir können übrigens mal, ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, bei Monteron und die ganzen Kollegas. Und zwar haben wir was zu verkaufen noch. Und zwar haben wir hier noch einen Lederwams, den wir verkaufen können. Und einen Dolch können wir noch verkaufen. Meine Schenke und wir steht haben noch allen Schritt. Offen, die sich anständig benehmen. Ich habe da jetzt mal, so, die hat jetzt von mir so einen Dingenspanzer bekommen. Ich hab mir jetzt den Schienenpanzer genommen, ja, das ist okay. Und den Monteron. Dem Monteron habe ich nämlich jetzt das Kettenhemd gegeben, was ich vorher hatte. Ja, ich bin dafür, hier, er kriegt noch eine Keule und noch ein Schild. Na, no, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Kannst du noch kurz beim Monteron mal gucken, ob wir den Schutt loswerden? Und bei mir im Inventar müsste auch noch was sein. Mist, der hier kann keine Pflege benutzen, seit wann das denn nicht? Kann nur Keulen benutzen, aber keine Pflege. Schilde, normaler Schild, ansonsten haben wir ja, glaube ich, alle Schilder, ja? Ja, ich kaufe mal zwei Schilder. Ja, der Monteron hat der noch eins. Ja, Hira kriegt eins und Jolan sind eigentlich, ja, jetzt alle ausgestattet. Okay, warte, jetzt gucke ich mal ganz kurz rum. Wollen wir noch Helme kaufen für Monteron und Jahira? Du hast, ich hab, Kalt hat, Jahira, Monteron, die brauchen noch, ja, kauf noch zwei Helme. Ja, warte. Steht an, offen, klar, schnell. Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Lass mich doch mal eine Sekunde Zeit, Leute auszurüsten, bevor du hier alles kaufst und verkaufst. Dann können wir auch mal gucken, was wir noch so haben, was wir verkaufen können. Der verkauft keine Helme. Ja, okay, dann müssen wir das woanders machen. Warte. Ja, ich merk's. Alter, hör auf damit! Hey, ich bin besoffen! Ich nehme dir gleich die Berechtigung weg, dich zu betrinken. Ich bin berauscht. Das ist ein furchtbarer ist ja Tag. Hammer. So, dann wird er hier mal die Keule und dann hat die... Ach, die kann... Was kann ich für euch tun? So, dann haben wir haben insgesamt jede Menge Stabschleudern. Wir haben hier noch einen beschlagenen Panzer, den wir, glaube ich, nicht brauchen. Imauern hat nämlich einen. Khalid hat einen Schienenpanzer. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gut ausgerüstet, alle miteinander. Wir haben aber noch bei mir im Inventar 3 Stabschleudern und 2 Panzer, die noch weg können. Verkaufst du die schnell? Ja. Theoretisch können wir Monteron ich sammle noch mit Dingens. Schon gut. Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Ja, okay. Obwohl, das Kettenhemd ist auch gut. Ja, lass mal das Kettenhemd. Was soll ich jetzt bei dir verkaufen? Alles, was noch im Inventar ist, was du verkaufen kannst. Ich kann in anderer Leute Inventar nichts verkaufen, außer die Leute, die halt mir gehören. Dann mache ich das mal schnell. Warte, dann lass mich mal dahin. Nee, komm, ich wollte nicht mit dir laufen. Du bist unnütz. Du Nutzloser. Weißt so, du, jetzt sind wir doch hier schon ziemlich gut ausgestattet, würde ich sagen. Na, no, das Geschenk, meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Alter, das ist voll krass. Wie lange wir jetzt einfach hier sind und verkaufen und kaufen und so. So, dann hier verkaufen wir nochmal für 12. Schnelligkeitsöl, brauchen wir das? Nee, ja, verkaufen eigentlich alles, was nicht, schon ne? Viel Geld gibt, was nicht zum Questgott alles verkaufen. Okay, die kaputte Waffe müssen wir auch noch irgendwo loswerden. Die werfen wir einfach gleich in den Müll. Gehst zum Mülleimer. Schnelligkeitsöl verkaufen wir. Hätten wir die magische Geschossformel und sowas nicht für Jahira behalten sollen? Die kann auch zaubern. Ja, die kannst du ja diesen Druidenkram, aber nicht diesen normalen Zauberkram da. Alter, bist du besoffen, Junge. Das geht ja gar nicht. So, pass auf, ich tu mir mal noch ganz schnell ein Bastardschwert, weil ich kenne mich da aus. Die gehen sehr schnell kaputt. Dann habe ich jetzt schon mal hier ein Backup. So, und dann haben wir noch jede Menge Stabschleudern. So, wollen wir jetzt erstmal hier den Arm erkunden oder wollen wir weiter? Ich würde sagen, wir erkunden ja. Also, willst du hier den freundlichen Arm was erkunden? Womit kann ich dienen? Ja, und ich bin dafür, gib mir mal die Kontrolle über Jahira. Sucht euch einen Platz aus. Ja, das wollte ich gerade machen. Das habe ich eben schon versucht, dann hast du aber plötzlich angefangen, mit dem Typen da zu quatschen. Sag mal, kannst du eigentlich im Hintergrund Star Wars hören? Ja, okay, das ist nee. Ich bin ganz kannst du im Hintergrund das dancen? Ich kann nur fühlen, wie der Boden ist. Brauche ich mehr Bier? Das ist kein Scheiß. So, dann würde ich sagen, starten wir mal ein bisschen im freundlichen. Ja, gib mal die Jahira da. Ah, okay. Das hab ich schon. Ein bisschen schneller. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Etage höher, ne? Nee, ich wollte eigentlich erstmal so, die Etage zu Ende. Schon gut.
Hier haben wir zum Beispiel einen Schrank, den ich beklauen könnte. Nee, aber Tonus Maronus hängt fest, oder was? Alter, bist du... Ach ja, er hängt fest. Ja, Alter, intelligent laufen, ne? Das ist einfach der Hammer in diesem Spiel. Das gab's damals noch nicht. Aber Gruppengesinnung, sowas gab's schon. Was kann oder ich für euch tun? Hab ich einen Heiltrank gefunden? Hast du auf deiner Seite irgendwas gefunden? Ich glaube, hier unten war auch nichts für. Die ganzen coolen Sachen kommen erst in die Etage drüber. Ja, das könnte okay, sein. Sondern die Typen in der Bar sind uninteressant, ne? Die hatten keine Quest. So, ich würde sagen, wir speichern ja, wir können ja sonst... Oder? Hat hier irgendjemand eine die Quest? Hat mal keiner. Hier ist noch ein Balk. Oder ist das ein Name? So. Hier, hier. Kannst du mit sprechen? Da. Sucht kannst du aber mit sprechen? Platz aus. Ja, das würde solltest ja, wenn du machen, weil du ja das, weil du die Aufnahme hast. Geh mal zu Balk. Nee, ja, voll viele von denen haben. Nee, hier gibt's noch Balk und Nessie. Sorry. Alle anderen sind bürgerlich. Bitte, sucht euch und, einen ja. Platz aus. Ja, komm, wir können auch erstmal erkunden, dann okay. Können wir das nachher machen. Dann speichere mal kurz ab. Aber wir machen, wir reden auf jeden Fall. Ah, nee, okay, warte. Sehr wohl. Ja, das Spiel wird ja sowieso gespeichert, weil wir in den Bereich wechseln. So, sind wir jetzt oben. Schon ah, gut, die Musik gut. Ist schön, finde ich. Ich muss halt die Musik lauter stellen.